Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, hier haben wir aufgehört und hier müssen wir natürlich weitermachen mit unserem Arsch von Sohn, der gerade richtig überheblich wird. Und das werden wir dann ja schon sehen. So, ob der sich wieder einkriegt. Mensch, was ist das denn für eine Einstellung? Oh, hier braucht man wieder so ein Steinchen. Da hinten ist er doch, glaube ich. Chaos Klingen. Neue Lieblingswaffe. Au! Fängt ja gut an, wenn ich von diesen Bodenratten so vergiftet werde schon. Trotz meiner Giftresistenz. Wo ich immer noch denke, die ist nur angeblich. Bist du down? Gut. Nicht abhauen. Ja. Okay. Eins lebt noch. Hey. Du sollst auch nicht abhauen. Ich sag dir nicht abhauen. Wo bist du denn hin? Da bist du. So. Da ist noch eine Tür. Müssen wir da durch? Was bringt die Tür? Achso. Das war ja das hier. Da wollen wir doch gar nicht hin. Wieso neuer Eintrag im Bestarium? Man muss nicht sein, meiner Meinung nach. So, Kristall, kann ich den einfach entfernen? Wenn Modi uns finden konnte, dann bald wird nicht weit sein. Gut, ich habe was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst, weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. So. War vielleicht nicht richtig, hier reinzugehen. Gibt ja so viele Wege, die gerade nach oben führen. Ja, wollen wir das mal machen. Wir wollen auf einen Gipfel, da ist es gar nicht so schlecht, irgendwie hoch zu kraxeln, zu klettern, was auch immer. Na, komm schon. Und dann wahrscheinlich da unten rauf. Sehr schön. Junge! Hä? Wieso habe ich keine Hilfe? Ah, hat der Junge ganz allein gemacht. Ah. So, oh, Hilfe-Item. Nehme ich doch gerne. Die Firma dank. Hält die Klappe. Oh je, wie kommen wir hier wieder hoch? Dieser Raum. Aber wie kommen wir rauf? Schalt mal erstmal die Gegner aus, oder? Bin ausgewichen zur Abwechslung mal. Chaos klingt. So, sehr schön. Oh, ich würde sagen, Atreus können wir allein kämpfen lassen. Wir können wieder zurück nach Hause gehen. Der schafft es schon. Jetzt freut er sich auch noch im Hintergrund. Ja, nein. Komm schon, Helfer-Item. Wieso krieg ich so aufs Maul? Au. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso bin ich denn so schlecht in dem Spiel? Und das immer noch. Oh ja, dieser Raum. Aber das waren auch fiese Feinde, würde ich sagen. Mein Sohn setzt den Falkenregen allein ein, ohne meine Anweisung. Jetzt bereue ich es ein bisschen, ihn so aufgelevelt zu haben. Jetzt ist er ja so überpowered. Dank mein XP. So, kämpfen wir mal mit Fäusten. Das bringt vielleicht Betäubung. Vor allem bei dem fetten Kollegen da. Na, also.
Froh und nickt mit dir. Das läuft doch besser gerade. Hast du dein Training vergessen? Oh, meinst du mich? Dachte, dir gefällt mein Ton nicht. Gefällt mir auch nicht. Wieso ging das jetzt so leicht? Was ist dieser Kristall? Ich habe vorhin, bevor wir gestorben sind, noch das da gesehen. Von mir aus. Ja, von mir aus auch. Kann auch so reden, die ganze Zeit. Oh, ein Becher. Hoch die Tassen. 4 von 6 Bechern haben wir schon gefunden. So. Bisschen Grabräuberei muss auch sein. Du weißt, dass wir hier nicht raufkommen, oder? Aber hier sind Feinde. Oh, das hat hier so viel fallen lassen. Warum das? Dafür ging es relativ schnell down. Ordentlich Hacksilber auch noch bekommen. Warum nicht? So, müssen wir es hier erst erkunden, wo es hochgeht. Das sieht ein bisschen nach einer Falle aus. Ein bisschen, würde ich sagen. Gibt es da irgendwie einen Mechanismus oder sind wir einfach nur falsch? Ne? Ich würde sagen, einfach nur falsch. Aber irgendwo ist der Questmarker ja in der Richtung. Gehen wir vielleicht einfach hier lang. Einfach da lang. So. Oh, da hängt noch ein Eimer. Ne, den haben wir schon von seinem hängenden Leiden erlöst. So, Questmarker in der Richtung. Irgendwie wieder nach unten. Da hinten ist noch eine coole Tür, die wir aufmachen können. Das ist natürlich praktisch. Zerstört. Selbst wenn wir den Wagen nach oben nehmen. Die nächste Plattform ging beim Kampf kaputt. Schon vergessen? Nee, habe ich nicht vergessen, aber wir waren noch nicht hier. Hoffentlich noch nicht noch eine Walküre. Mit denen kann ich im Moment noch nicht so viel anfangen. Ich glaube, ein geskillterer Spieler könnte das. Ich halt nicht. Hä? Richtig? Wärmer, 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 wärmer. Kalt? Kalt, 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 kalt. Ah, da ist es. Wie viel willst du denn von den Schlägen? Ist das getimt? Komm schon. Mist. Was ist das denn hier? Ah, der leuchtet auch auf der Rück... Na? Ist doch ganz warm. Da. Da. Und da. Na also, muss man doch in einem Zeitintervall treffen. Ist das noch eine verborgene Kammer? Ja, die kann... Die Walküre kann da ruhig sitzen bleiben. Damit muss ich mich heute nicht auseinandersetzen. So, und dann was? Da hinten helfen Chaos-Klingen. Zumindest leuchtet das da so schön. Ach, das sieht auch richtig aus. Chaos-Klingen. Mach mal Chaos-Klingen-Zeug. Na also, Alternativstrategie. Junge, du bleibst hier unten. Papa geht den Rest der Reise allein. Der mag dein Verhalten gerade nicht. Vor allem, du bist, glaub, noch nicht so wirklich in den Teenie-Jahren. Wird noch viel schlimmer. Du musst mich Dinge lehren. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher die hast Wahrheit du tut dir nicht gut. Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Alle. Alle. Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Was nee, für... Weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Einfach mal draufhauen geht nicht.
Nur mal ein bisschen. Nee, keine Kinder hauen. Na, zumindest mal hier ein bisschen reden und sagen, das geht nicht. Und ein Zimmerarrest wäre jetzt angebracht. Ich meine, so eilig haben wir es ja auch nicht. Vielleicht doch, wir werden von Göttern verfolgt. Oh Mann! Attacke! Noch nicht. Hört auf, mich zu attackieren. Vasen. Oh. Die haben nicht so viel fallen lassen. Na, komm schon. Was bist du denn für ein Vieh? Du bist doch nur Stufe 3. Nimm mal mehr Schaden. Okay. So. Da unten kannst du nichts ausrichten. Ihr seid doch gar nicht so kompliziert. Du bewegst dich sehr langsam. Ja, das merke ich auch. Das merke ich auch. Irgendwie müssten wir doch die Attacken kennen von dem. Boah. Gesundheit. Junge, du machst den Rest. Na also. Schlimmste vorbei. Ich mach mal Distanzangriffe. Na, klappt doch. Und was ist hier? Oh. Fühlt sich der feine Herr Atreus bemächtigt, die Kette hier runterzustoßen? Dankeschön. Erstmal noch schauen, was hier so rumlungert. Ja. Chaos-Klingen helfen mir hier natürlich weiter. Die helfen mir generell weiter. Ach, hier ist so ein Windding. Her damit. Ach, das kann ich transportieren. Ist das nicht schön? Ich stell's mal hier ab. Keine Ahnung, wo das hin soll. Wahrscheinlich irgendwie hier. Nee, hier kriege ich ja den Wind hier. Achso, dann kann ich es mit mir mittransportieren. Na gut. Falls es gebraucht wird. Seid gewarnt. Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah, tatsächlich. Gut, erzählt mal. Später vielleicht. So, Rage ist schon ganz oben. Da ist was zum Flambieren. Und was ist hier? Mixi PM, kann ich nicht lesen, NFT. Was steht da? Da steht, wecke ihn nicht. Na gut. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kostprobe? Nein, meine Tastatur hängt wieder leicht. Falls ich in den Kampf draufgehe, liegt's an der Tastatur. Oh, Stufe 6, warum nicht? Rage habe ich mir extra aufbewahrt. Dein Sohn braucht dich, Bruder, der Junge. Nein, falsche Waffe. Mist, zu spät. Komm, betäubt das Teil einfach. Betäubt das Teil einfach. Au. Mehr betäuben, weniger getroffen werden. Nein, die Betäubung ist weg, so ein Mist. Oh, der hat aber einen wohldefinierten Arsch. Au. Von links. Ja, ich weich doch aus. Was willst du von mir? Hey! Ich glaub's ja nicht. Ja! Na also! Mach ihn platt, Kratos!
Mach ihn platt. Ja, wir haben ihn. Boah. Was für ein gemeines Biest. Lass mal hier schöne Sachen fallen. Und puff. Ah, da kam sie rausgepupst. Hinter dir! Wer denn noch hinter mir? Kommt ihr denn jetzt her? Nein, ich wollte doch die Axt. Komm schon. Na also. Und weg mit dir. Weg mit dir. Na, geht doch. Oh, du lebst noch. Wie hast du das angestellt? Sehr schön. Warum nicht gleich so? Die Rage nehme ich. Und was auch immer hier liegt, nehme ich auch. Die Hälfte nehme ich auch. Mensch, ich nehme hier einfach alles mit. Ah. Oh. Ich weiß, was zu tun ist. Den Wind haben wir ja eingefangen. Seilen wir uns mal hier runter. Die kann ich zwar nicht mit nach oben nehmen, aber ich kann sie zum... Hä? Achso, kann ich nicht. Während sie aktiv ist. Ja, das war die falsche Waffe. Merke ich selber. So. Dann lagern wir das mal wieder da drin. So. Und einmal Papa musste schleppen. Frag mich, ob wir es auf die erste Ebene bekommen. Nein. Stell's halt ab. Stell's halt irgendwie ab. Abstellen. Abstellen. Abstellen? Achso, mit E. Hab ganze Zeit versucht, das mit linker Maustaste zu machen, nachdem es mit E nicht... Okay, geht mit E hier auch am Rand nicht. Komm, einfach abstellen. Na gut, dann tun wir es hier hin. Ja, doch. Na gut. Spiel lässt nicht mit sich verhandeln. Hat das jetzt was gebracht? Weiß ich nicht. Wir kümmern uns erstmal um dieses Windrätsel. Schnell, nur noch 8 Sekunden. So, und das reicht aber von oben nicht. Meine Ketten sind nicht so lang. Glaube ich. Doch. Hat gereicht. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Na also. So eine schöne Truhe. So eine schöne Truhe. Mit den köstlichsten Kostbarkeiten, die es gibt. Hyperion-Schlag. Schwerer Runenangriff. Ein gewaltiger Schlag, der eine zerstörerische Explosion auslöst. Rüste ich doch gleich mal aus. Spartaner-Ansturm sind für die Chaos-Klingen. Verursacht am Ende des Schlagangriffs eine Explosion und steigert den Brandschaden deutlich. Warum nicht? Und dann... Ah, hier auch. Tartarus Rage. Ein verheerender Schlag, der Gegner mit 2 Klingenhieben trifft. Nee, dann nehmen wir Hyperion Schlag. Sieht doch gut aus. Wie? Also ist schon ein schwerer Runenangriff, wie man die einsetzen. Wissen wir ja bereits. Sind ja schon ein paar Episoden hier dabei. Hui. Na gut, weiter geht's. Chaosklinge ausgerüstet. Können wir die Runenangriffe auch mal schön ausprobieren? Vielleicht gleich gegen das kleine Kerlchen hier. Na also, da ist er von der Klippe gestürzt. Ist es noch ein Becher? Nee, das war nur Hacksilber. So, Schriftrolle. Sieh her. Von mir aus. Und? Noch eine Schatzkarte, sehr schön. Dann wollen wir mal wieder weiter nach oben steigen. Schön, schafft es alleine. Komm, hier lang. Stirb!
Junge! Au. Bin eingefroren. Ich hab nichts zum Heilen, aber danke für den Tipp. Bruder respawned. Okay. Ja, mehr Deckung bei den Teilen, vor allem wenn sie so rumstrahlen. Warte! Papa hat gesagt, warte. Ich gehe in Deckung. Beste Taktik. Aha. Wieso bist du denn so stark? Komm schon, offenbare, was in dir steckt. Au. Komm schon. Mehr kann ich nicht zielen. Lass doch mal so Steine wieder fallen. Brauche ich das? Ich glaube nicht für jetzt, aber für später. Für das Teil. Komm schon. Ach, hier kommen wir auch rum. Vielleicht funktionieren die Chaosklingen besser. Boah, was ist denn los mit dem Kerl? Muss ich da irgendwie was lösen? Weil so kann es ja... Na gut, ich kann ihn hier zum Explodieren bringen. Zumindest runterlenken. Ah, da sind die Steinchen. Mehr wollte ich doch gern. Ja! Das sieht doch ganz gut aus. Weiß nicht, warum das am Anfang so lange gedauert hat. So, das muss man gleich nochmal machen. Anschauen. Ja, da ist er doch. Au. Sehr schön. Hau dich platt. Vielleicht auch. Doch. Nein! Ich nehme das Hilfe-Item. Dankeschön. Bin wieder weg. Von rechts? Der steht halt da rum. Komm schon, öffne dich. Axt. Ich drück doch die Eins. Achso, nicht zurückgerufen. Das kann passieren. Das passiert den Besten. Komm schon. Da ist ja eins. Da ist ja eins. Und jetzt au. Hä? Irgendwie nicht richtig. Ich muss da reintreffen. Das hat am Anfang aber besser. Okay. Hab nix gesagt. Irgendwie ging's auch so. War ein bisschen unspektakulärer als sonst. Und was bist du? Du bist ein Frostsiegel des Fokuses. Die Frostresistenz brauche ich wahrscheinlich irgendwann. Vor allem, wenn's so weitergeht. So, wir haben doch hier ein rote Kristallespender gehabt. Noch schon Wagen. Oh, der ist relativ leicht. Da muss ich nicht mal in so ordentlich Beinschmackes reingeben. So, müssen wir dann da hoch? Ja, also wir können zumindest da hoch. Was ich nicht hier alles für die Truhen tue. Ja, damit. Schön her damit.
Ist da noch ein Becher drin für uns? Nein, aber ein mythischer Kriegsgürtel der Klarheit. Oh, den hätte ich mir vorhin ja beinahe gekauft. Was heißt vorhin? Vor 2, 3 Episoden. Ist egal, wir haben besseres Zeug gerade, glaube ich, ausgerüstet. Aber schön, dass wir das nicht kaufen müssen und eventuell sogar verkaufen können. So, da ist natürlich noch eine Truhe. Die dürfen wir unter keinen Umständen übersehen. Was liegt da? Okay, das ist einfach nur ein Stück Stein. Oh Mist. Sollte aber reichen. Hui. Ich hatte gedacht, da liegt noch irgendwas. Nee, das ist einfach Wanddeko. Hängt am Seil dran. Wer kennt das nicht? So sieht mein ganzes Wohnzimmer aus. So. Schöne Ressourcen. Da liegt ja noch so ein Explodierböbel, den ich vorhin aus Verzweiflung auf den Eisriesen, auf den Frostriesen da schicken wollte. Obwohl, das war ja kein Frostriese, das war ein Frostvergessener. Ja, und ich nehme den Becher. 5 von 6 Bechern. Läuft das, Junge? Und nehme die Golddublone da mit. Da ist gar kein Gold. Na gut, neue Schatzkarte für uns. Ach, jetzt wird wieder auf Papas Rücken gesprungen. Du kannst doch das alleine laufen. Chaos klingen. Ist das schön, dass wir jetzt alles looten können. Kriegt mal richtig oder das richtig gute Zeug jetzt. Mythische Schulterrüstung der Klarheit. Sehr gut. Falls uns nach einem Fashionwechsel zumute ist, können wir das jetzt langsam durchführen. Da fehlt nur noch eins. Ah, da bist du ja wieder. Dann lasse ich mal alles stehen und liegen. Für Zufriedenheit garantiere ich aber nicht. Das ist in Ordnung. Okay, Schulterrüstung des wahren Kriegers kann ich auch noch verbessern. Mach mal doch Stoff mal. Ja, ist ja gut, schließen. Dann die Schulterrüstung der Klarheit. Hat natürlich viel Abwehr. Okay, wir haben auch nicht so wenig Abwehr. Die verbessern wir auch. Ja. Ich dachte mir, dass dir das gefallen wird. So, was haben wir denn noch? Glaub, wenn nichts blinkt, können wir nichts verbessern. Ach, hier den Talisman. Abwehr, Abklingzeit. Talisman des ungebundenen Potenzials. Konzentrierten Vitalität. Oh, die sind alle nicht so gut. Kann ich Talismane kaufen? Kann zumindest welche herstellen. Ach, da braucht man wieder schwelende Glut. Ewiger Zorn. Ja. Oh, der klingt doch gut. Des verjüngenden Zorns. Her damit. Oh, ganz schön teuer. Ja, ja. Den rüsten wir gleich mal aus. Besser als unser bisheriger. Gebogener Griff der Wiederherstellung. Hohe Bonusaktivierung auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Präzisionswurf. Ach, das ist problematisch. Ich mache doch nicht so viel Präzisionswürfe. Erfolgreiche Axttötung gewähren einen Gesundheitsschub. Das brauche ich. Das rüste ich auch gleich aus. Ja, ausrüsten. Kann ich das noch verbessern? Nö, gerade nicht. Gut, dann haben wir noch ein paar XP. Danke für die Arbeit. So, ein paar XP. Wo steckt man die denn rein? Hier können wir auf jeden Fall noch eine Rune reinstecken. Zeichen des Hüters. Ja, Axtwürfe, hohe Bonusaktivierungschance auf einen Runensegen, wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Ja, das wird passieren. Ich sehe schon kommen. So, hier passt auch noch eine Rune rein. Zu den Plätzen. Siegel der Waffe. Zuwachsrate von Permafrost oder Verbrennung um 7%. Frostresistenz gegen Frostangriffe. Symbol des Muts. Nochmal Stärke dazu. Auf jeden Fall. Braucht ganz, ganz, ganz viel Stärke. So, Fähigkeiten, Chaos klingen. Hier drücken Sie beim Sprinten rechts, um in die Luft zu springen und einen starken Kettenschlagangriff aufzuführen. Ach, ich nehm's. Ich bin schon überzeugt. Halten Sie beim Ausweichen B gedrückt und drücken Sie links, um einen Sprungdrehangriff aufzuführen. Der passiert mir höchstens zufällig.
So, halten Sie beim Ausweichen S gedrückt und drücken Sie links, um alle Gegner in einem großen Umkreis anzugreifen. Da fehlen mir ein paar Finger dazu, aber ich werde es versuchen. Halten Sie, nachdem Sie einen Gegner mit dem Speer des Chaos... Was für ein Speer des Chaos? Oh, was soll's. Irgendwas ist Speer des Chaos. Ich kaus mal. Halten Sie beim Zielen rechts gedrückt, um den Brandschaden aufzuladen, der beim Aufprall verursacht wird. Das klingt doch gut. Und erhöht das Ausmaß und den Schaden der Elementarwellenexplosion, schleudert alle in Reichweite stehenden Gegner in die Luft und verursacht dabei zusätzlichen Schaden. Ja, damit kann ich mir ja alles leisten. Ist das nicht schön? Ja, dann war's das erstmal. Dann gehen wir weiter. Los geht's. Oh, meine Runen leuchten so schön. Oh, oh. Was bist du hier schon wieder? Glaub nichts Gutes. Ich will erstmal an die Truhe. Erstmal an die Truhe. So, was steckt denn da drin? Hoffentlich kein Becher. Nilfheim-Schiffrin. Na gut. Die braucht man bestimmt irgendwann. So, die Vasen. Chaos-Klinge. Was kann man denn hier machen? Kommt man da auch nach oben? Ich bin so dumm und ich schau einfach mal, was hier lauert auf uns. Au. Bruder, die redet in Rage. Stufe 7? Wieso bist du denn Stufe 7? Das ist aber ziemlich uncool. Die nehme ich. Au, 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 au. Ja! Den auf Stufe 7 haben wir besiegt. Und der besiegt gleich mich, der auf Stufe 6. Nein! Wir hätten es beinahe geschafft. Das machen wir nochmal. Aber diesmal machen wir es richtig. Nicht sterben, lautet die Devise. Und ich will noch einmal zu Sindrion so einen Stein der Wiederauferstehung kaufen. Oder Stein der Weisen. Egal wie das heißt, ich brauche sowas. Herstellen, verbessern, kaufen. Ressourcen brauche ich gerade nicht. Brustrüstung brauche ich nicht. Hüftrüstung brauche ich nicht. Zauber? Symbol der Bedrohung? Wo ist denn der Stein der Wiederauferstehung? Ah, Auferstehungssteine. Oh nein, ich habe kein Geld, dann muss ich was verkaufen. Verkaufen, Schuppen, Ruhen, Schulterpanzer. Brauche ich nicht. Und das mythische Teil. Ja. Runen, Zwergenhandschuhe auch verkaufen. Hüftrüstung. Hä? Wieso ist die nicht ausgerüstet? Des wahren Kriegers? Was habe ich denn unten rum an? Gar nichts, das sieht aber anders aus. Wieso habe ich den angelegt? So, zu den Plätzen. Hier, Stärke 6 nochmal dazu. Das sieht doch besser aus. So, Auferstehungsstein, bitte den teuersten, den du hast. Berserker. Sehr schön. Ja, ja, die Firma dankt. Der kann nur hilfreich sein. So. Ich will den zwar jetzt nicht einsetzen bei dem Weltenriss, aber falls es passiert, passiert's. Ich muss einfach mehr ausweichen. Und meine Rage habe ich ja auch noch. Ausweichen. Au! Weich doch aus! Au! Na gut, dich mach mal mit Rage fertig. Das habe ich schon gelernt. Ja! Und down gehst du. Sehr schön. Ja.
Nein, geh doch hoch. Ja! Langsam reicht es. Ja, mir reicht's auch. Nur nicht das Falsche drücken. Kann ich da nochmal was rauslassen? Das will ich aber nicht. Ich finde, das ist gerade gut genug gegangen. Und das wollte ich doch nicht. Ich wollte die Chaos-Klinge. Also mein Tastatur-Game ist heute nicht so pralle. So, einmal hier nach oben. Mal sehen, was da auf uns wartet. Ich hoffe, eine Kiste. Health-Item. Das ist schon mal nicht gut. Das heißt bei mir eigentlich, Feind ist in der Nähe. Vor allem, wenn es diese dicken Health-Items sind. Das Schweigen ist ja unerträglich. Ah, hier geht's einfach weiter. Wir sind bloß konzentriert. Nein, sind wir nicht. Ein kleines Arschi bist du seit paar Episoden. Aber wir sind ja fast da. Weiß zwar nicht, wann Atreus dann seine Lektion lernen will, aber wir kommen schon noch dazu. Oh, da ist noch ein Health-Item. Mir geht's aber aktuell wunderbar. Brauche ich ja gar nicht. So, nach oben mit uns. Endlich. Hui. Junge, die Rune. Wieso wabert das hier alles so? Ist hier Gas? Hey, die wollen uns mit Gas... Oh, willst du zurück zu deinem Körper? Ah, so etwas sollte niemand sehen müssen. Danke dafür. Ja, du siehst es doch gar nicht. So, jetzt kannst du es sehen. Na gut. Nee, als ob hier Gas flimmert oder irgendwie sowas. Nummer 1. Oh. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich sag doch, mein Tastaturgame ist heute nicht so strong. So stark. So, einmal rechtsklicken. Und. Rechtsklicken. Und. Und. Da war's doch. Rechtsklicken. Nein. Ja. Hat das gereicht? Das hat gereicht. Jötunheim, wir kommen. Wow. Jötunheim. Ja. Geschafft. Ja, dann... Richtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Nein, Baldur. Nein, kann ich nicht behaupten. Au. Au! Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Das war ziemlich cool, wie er deinen Pfeil einfach zerbissen hat. Walter, lass sie gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du möchtest! Die ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos. Bin ich gar nicht. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Generell ja. Nein, die Rune. Zerstör doch das nicht. Meine ganze Arbeit. Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jötunheim! Dämlicher Hurensohn. Hey, du weißt nichts über meine Mama. Verschwinde, Junge. Ja, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Zeit. Provozier ihn doch nicht. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Hey! Auf den eigenen Vater. Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Ich glaube, die Antwort lautet ja. Nein! Hui, ich kann doch gar nicht fliegen.
Dann geh mal auf den Drachen. Weißt du nicht, wann es genug ist? Nein, niemals. Kann ich auch mal was drücken? Ja, bleib weg. Nein. Au. Ich block doch. Au. Aha. Na, das krieg ich doch ganz gut hin. Bin doch ausgewichen. Nein, ich mach dich fertig. Warum sterbt ihr nicht? Wir sind Götter. Oh, du haust ganz schön zu, mein Junge. Au. Na, komm schon. Was muss ich denn hier machen? Ja! Weg mit dir! Wieso werfe ich den nicht einfach runter? Werf ihn doch einfach runter! Nein! Ich wollte doch nicht nach unten. Au! Ja! Sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Das tut dem Drachen mehr weh als mir. Das war bestimmt sehr schmerzhaft. Ja. Hui. Oh, der Drache landet hier. Müssen wir den noch ausschalten. Oh, er ist gekracht. Weltenschlange, hilf mir. Hilf mir. Oh, da sitzt direkt ein Frosch. Direkt in meinem Laufweg. Ja, ist ja gut. Wer hat die Brücke aktiviert? Hey, ich habe dich etwas gefragt. Schwer zu definieren. Bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Nein. Es ist vorbei. Wirklich? Komm schon, nicht nach Asgard. Ein Bifröst. Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Ernst. Was hast du getan? Ich hoffe, was Gutes. Junge! Oh je. Wozu habe ich meinen Bifröst denn jetzt verwendet? Ich kann dem, glaub ich, so oft aufs Fressbrett geben, wie ich will. Der lässt einfach nicht los. Nein. Au, 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 au. Na, wenigstens weich auf dem Schnee oder festen Eis gelandet. Beweg dich nicht. Wieso soll er sich nicht bewegen? Achso. Wir helfen dir. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater. Und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht.
Mhm. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Das Gespräch war mal nötig. Ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Ja, hab ich dir schön die Leviten gelesen. Sehr schön, Quest abgeschlossen. Wo sind wir denn gelandet? Das sieht aus wie... Ah, Helheim. Da waren wir doch schon mal. Na gut, ich würde aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.